Einen wunderschönen guten Morgen. Wir mussten unseren absolut genialen Stellplatz direkt am Wasser verlassen, weil wir natürlich noch weiterfahren wollen. Und Sebastian sagte gerade, diese Straße gibt ihm richtig krasse Amerika-Vibes. Ich war noch nicht in Amerika, deshalb kann ich das nicht sagen. Aber du sagst, das passt ja. Ja, definitiv. Immer geradeaus, viel Landschaft. Keine einzige Kurve, hast reine USA-Vibes. Ja, wenn du das so siehst, dann auf jeden Fall. Da, wo wir jetzt hinfahren, sieht es ganz schön dunkel und verregnet aus. Das geht ja so gar nicht. Haben wir nicht bestellt. Wie? Wir können jetzt hier nicht weiterfahren. Was soll das denn? Naja, scheint ja für einen guten Zweck zu sein. Koteletts. Boah, die Hunde haben auch richtig Bock. Das sind noch so Schafhunde, gell? Ja. Die sind doch ganz aufgeregt. Geil, wenn die da einfach hinten drauf sitzen auch. Darf ich jetzt fahren? Guten Morgen. Heidi ist leider traurig. Ja. Warum bist du traurig, Heidi? Weil es regnet und deshalb der Spiegel den richtig spiegelt. Ja. Und weil da so eine doofe, blöde Ente irgendwie die ganze Zeit irgendwie unter das Wasser taucht und die Oberfläche versaut. Ja, sonst könnte die Haie nämlich maximal gut dieses traumhafte Panorama über den Spiegelsee mit einfangen. Was jetzt am Ende des Tages natürlich nicht heißt, dass Heidi jetzt keine Fotos macht. Also auf die Idee müsst ihr jetzt mal gar nicht kommen. Die Kamera ist dabei, dann wird da auch geknipst. Hä? Mit allen Geräten. Ich muss ja auch meine Fans im Status so ein bisschen versorgen. Ne? Ja, ja. Ja, das Wetter ist heute so ein bisschen grau in grau. Nichtsdestotrotz wird man erneut von der Aussicht bei den Viewpoints nicht enttäuscht. Nee, was sind die Straßen in Neuseeland schon wieder hässlich. Ach man, das lohnt sich doch überhaupt nicht. Naja, gut, ich würde sagen, fahren wir einfach weiter und bringen das einfach schnell hinter uns, ne? Und immer bedenken, keine Keas füttern, klar? Wir sind jetzt am Hafen und haben unser Ticket für morgen gekauft. Es zieht mal wieder ganz schön. Ja, und hier in etwa werden wir dann morgen wieder eine kleine Boat Cruise machen. Ganz berühmt bei Milford Sound. Sieht jetzt schon relativ vielversprechend aus. Wetter soll gut sein. Morgen früh ist es flach. Vielleicht haben wir noch ein paar nette Wölkchen, die hier in den, im Sound im Fjord hängen. Das wird doch bestimmt eine schicke Geschichte. Heidi hat schon jetzt maximal Bock. Klar. Ja. Super. Ja, definitiv. Heidi gönnt sich. Völlig zu Recht. Und da hinten kann man schon erahnen, dass da der erste Wasserfall ist und uns dann, ja, sich morgen mal zeigen wird. Da geht ganz schön die Gischt hoch, alter Schwede. Einen wunderschönen guten Abend vom Milford Sound. Sebastian hat mir aufgetragen, ich soll doch bitte die Kamera mitnehmen und nochmal filmen, wenn es was zu filmen gibt. Ich bin nämlich jetzt gerade alleine losgegangen mit meiner Kamera. Mal gucken, ob da was Schönes bei rauskommt, aber ich glaube ja. Hier habe ich meine Spiegelung und hier ist gerade Ebbe, wie ihr sehen könnt. Das heißt, das Wasser ist komplett zurückgegangen. Vorhin
haben wir von da hinten, wo die Bäume sind, gefilmt. Bis dahin ging das Wasser. Ja, und jetzt könnt ihr sehen, dass es relativ weit zurückgegangen ist. Sehr, sehr schön. Und ich warte jetzt auf den Sonnenuntergang. Herzallerliebste Frau Knaust, wie spät ist es? 7:15. Warum ist es so früh und warum sind wir schon wach? Also wir machen jetzt gleich eine Bootstour, aber vorher wollen wir ja natürlich noch ein paar Fotos am Fjord machen. Ja, hauptsächlich ich eigentlich. Ja, eigentlich nur du, genau. Ja, dann machen wir das doch mal. Das freue ich mich aufs Fotos machen, also Bootstour ist völlig sekundär. Naja, jetzt latschen wir hier erstmal. Schön gediegen, es ist relativ frisch übrigens, so früh am Morgen. Die Straße 1 Kilometer runter zum Hafen und dann beginnt der Tag. Wir haben es also jetzt mal zum Hafen geschafft. Es ist maximale Ebbe. Heidi ist irgendwo da hinten mit den ganzen anderen Drüll-Fotografen, die ja irgendwelche Spiegelungen in Pfützen suchen. Da hinten sind wir hergekommen. Hier vorne fahren wir gleich ab. Und ja, da fragt man sich da einfach nur, wann kommt die Flut? Die haben richtig Bock, die Delfine hier. Did you see the fish in front of that dolphin then? I did. I seen the fish, he was chasing a fish then. Wow, that was amazing. So they're obviously feeding. Ja, jetzt hat er.
and almost hunted to extinction in the turn of last century. Hunted for their fur for clothing. Blubber. Poor cosmetic cares. Just see if I can point that one out to you around the back. I'll just do a drift past. Sie haben da richtig feeding. Du hast gut abgedrückt zumindest. Du hast ganz gut abgedrückt zumindest. Ja, aber ich weiß nicht, ob ich scharf gestellt hatte. Yep. Just to stop the water coming through that left-hand front door would be most appreciated. Wie geil das ist, ey. Einen wunderschönen guten Morgen, ein neuer Tag ist angebrochen. Heidi friert ein bisschen. Es ist noch ganz schön frisch. Ja. 8 Grad oder so. Ja, wir haben den Campingplatz am Milford Sound verlassen. Sind durch sehr, sehr viele Baustellen gefahren. Mussten pausenlos anhalten, aber irgendwann ging es dann doch. Und was steht jetzt wieder Schönes an? Eine Wanderung. Ja, eine Wanderung. Und diesmal nicht so ganz kurz, aber jetzt auch nicht ewig lang. 3 Stündchen ist der Plan. Soll sehr schick sein, sagt Heidi. Hm. Da nagel ich sie auch drauf fest. Und dann gehen wir doch mal los. Ja, bisher war noch nicht allzu viel zu sehen und zu zeigen. Da müssen wir ja direkt mal die erste Möglichkeit nutzen. Hier ist nämlich ein kleines Wasserfällchen oder auch Wasserplumps irgendwie zu sehen. Aber ansonsten nicht sonderlich aufregend. Spannend wird es erst wieder hier vorne, ne? Schatzi, ist topfit? Voll. Ich weiß nicht, wieso Wanderwege immer nur berghoch gehen müssen auf dem Hinweg. Ja, und vor allem der Rückweg. Bah! Naja. Das ist tatsächlich erst der zweite Punkt, wo man überhaupt mal was sieht. Deswegen muss ich einfach die Kamera rausholen. Ob sich das jetzt lohnt,
könnt ihr ja mal beurteilen. Ja, wie man erahnen kann, nähern wir uns langsam dem Ende hin der Wanderung. Wir werden gleich hoffentlich mit einem fantastischen Blick belohnt. Da oben stehen sie schon alle ganz brav und gucken. Drück mal die Daumen, dass sich der ganze Spaß hier gelohnt hat. Tja, ich habe ja gerade erzählt, dass hier wahrscheinlich schon Schluss ist. Damit habe ich mich ganz schön verkalkuliert. Also wir müssen noch mal 30 Minuten weiter, irgendwo nach da hinten hin, um dann von da oben zu gucken. Na, dann nehmen wir das doch mal in Angriff. Tja, also wir haben es tatsächlich nach oben geschafft. Der Blick, naja, ist ganz nice, aber irgendwie haben wir uns was anderes erwartet. Da hinten ist noch so ein kleiner, ja, so ein Überbleibsel von einem Gletschersee. Hätte ich das gewusst, wäre ich ja trotzdem hochgelaufen, aber irgendwie dachte ich, da geht ein klein bisschen mehr. Heidi feiert es aber komplett, oder? Voll. Warum geht's? Ja, weiß ich auch nicht. Macht nichts, dass du es hier oben ganz super findest. Ja, ist schon schön, aber ich habe jetzt mehr erwartet. Yes. Naja, jetzt gönnen wir uns auf jeden Fall mal die anderthalb Stunden Rückweg. Ich freue mich. Jetzt haben wir doch tatsächlich mal einen Kia hier vor uns. Man erkennt, dass man nichts erkennt. Jetzt kommt er sogar fast zu Besuch hier, der Bursche. Hello. Und hinfort ist er. Das war nicht scharf. Sehr schade.